Eigentlich ist Winterpause im Fußball. Der Linzer Athletik-Sportclub trifft sich aber trotzdem. Diesmal komplett. 11 Nachwuchsmannschaften, die Frauenkampfmannschaft, Herrenamateure und die Profis. Sie feiern den Advent. Und aktuell steht natürlich eins im Fokus, die Weltmeisterschaft in Katar. Ich muss sagen, ich bin dem Ganzen sehr negativ gestimmt. Nicht nur, weil es Auswirkungen auf uns hat, sondern auch, wie die ganze WM entstanden ist, wie das alles abgelaufen ist. Euphorie hingegen beim Japaner Keito Nakamura. Seine Landsleute besiegen Deutschland und Spanien. In Japan against Germany. Japan gegen Deutschland war ein unglaubliches Spiel. Ich habe das ganze Spiel geschaut und war aufgeregt. Für alle Japaner war das ein großer Tag. Den ein oder anderen Seitenhieb zum deutschen Teamkollegen Philipp Ziereis hat sich der Japaner dann nicht verkneifen können. Ja, ich habe mir wirklich geschrieben nach dem Spiel, aber nach dem Japan-Costa Rica-Spiel haben sie dann wieder verloren. Ist auch ganz schnell wieder ruhig geworden. We spoke about this. Ja, wir haben darüber gesprochen. Er hat gemeint, Deutschland steigt auf und Japan scheidet aus. Falsch gedacht, denn Japan kommt weiter und Deutschland nicht. Über den WM-Favoriten sind sich alle aber wieder einig. Brasilien. I think Brazil. Brasilien hat mich schon ganz schön überzeugt, aber die Engländer sind auch ganz gut drauf. Also einer von den zwei, wenn es die wären, bin ich glücklich. Beim Weihnachtsfest in der Raiffeisen-Landesbankzentrale steht heuer eins ganz oben auf dem Lask-Wunschzettel. Eine spurbesinnliche Zeit für alle, für die Spieler, für den ganzen Staff und auch für uns. Aber trotz alledem müssen wir die Geschwindigkeit aufrechterhalten, damit wir unser Stadion rechtzeitig eröffnen am 24.02. für das Eröffnungsspiel gegen Austria-Lustenau. Es wird, glaube ich, das schönste und der beste Stadion in ganz Österreich werden. Und dann wünsche ich mir, dass das Stadion in den nächsten Monaten und ja sogar Jahren immer ganz voll ist und eine neue Fußball-Euphorie bei uns in Linz und in Oberösterreich entfacht wird. Am meisten Freude heute aber bei den jungen Kickern. Als Weihnachtsgeschenk gibt's Autogrammkarten von ihren Vorbildern, den Bundesliga-Profis.